wir diese Woche einen Supermarkt komplett gecrashed haben und es wirklich sehr eskaliert ist. Die Schlange hört und hört mich auf. Und das dümmste Spiel der Welt komplett schief gegangen ist. Das seht ihr die Woche. Es wird absolut dumm. Let's go. Ich habe 2 TikTok-Hacks bestellt und zwar 2 Produkte, die angeblich ein Glas nie wieder umfallen lassen sollen. Einmal ist es der unumstoßbare Becher und dieses Gerät, was angeblich, wo man rumlaufen kann und sein Glas niemals umkippen sollte. Und da ich so ein kleines Problem habe mit so Bechern, die umkippen, hier ist DJ-Pult, was zum Beispiel ein Jahr lang Temperatur, weil ich so dumm war, an Silvester das ganze Wasser darüber gekippt habe, muss es einfach anscheinend so reinstellen. Jetzt soll es unten. Das kann doch gar nicht sein. Das traue ich nicht, das ist total bescheuert, das wird niemals nicht umfallen. Okay, und jetzt soll es angeblich nicht mehr umfallen. LOL. Alter, okay. Was? Oh, oh. Super Produkt. TikTok kannst du wieder in die Tonne kloppen. Jetzt haben wir hier den angeblich unumwerfbaren Becher. Der sieht auf jeden Fall schon mal nicht umwerfend aus, also das ist auf jeden Fall schon mal gut. Guck mal, das ist scheiße. Einfach so. Man soll einfach hinstellen und wieder hier um. Was? Sind die Scheiße, diese Produkte sind so kacke. Aber so? Das ja. Aber Johannes, das passiert mir auch öfter mal. Weißt du, kennst du es nicht, wenn du einfach so am Laufen bist und dann passiert einfach mal das. Ein Becher, der niemals umfliegen kann. Wer tritt doch gegen den scheiß Becher? Ich möchte auch gegen meinen Becher treten können. Ich bin das hier ein bisschen am DJ. Okay, okay. Okay. Nachdem du 7 Mal schon gegen 0 von 10. Nein, das... Es fällt um, Johannes. Das ist der Fakt. Freunde, macht euch bereit für das Event des Jahres, denn ich werde die Ja-Sagen-Videos zurückholen. Und zwar Ja-Sagen im Freizeitpark. Aber nicht nur irgendwie. Ich habe ein richtig krankes Livestream-Setup. Über dieses Jahr werden so kranke Livestreams kommen. Ich habe mir ein IRL-Setup geholt. Das heißt sozusagen, dass man in Real Life, also im Endeffekt das, was wir als Vlogs machen, nur halt als Livestream. Und das werden wir dieses Jahr machen. Das wird geistkrank. Der erste Stream wird schon am 24. sein. Und zwar nächste Woche. Wahrscheinlich so ab 14 Uhr geht's los. Ja-Sagen im Freizeitpark live. Und ihr könnt bestimmen, was wir machen müssen. Das heißt, ihr könnt schreiben, kauft ihr 1 Million Zuckerwatten und springt damit in den See. Und wir müssen das dann machen. Es wird absolut krank, das Event. Das Ganze wird auf Twitch und auf YouTube live sein. Also geht auf jeden Fall jetzt unten in den Link und folgt meinem Twitch-Kanal, denn da werden auch regelmäßige Streams kommen. Ich habe außerdem schon einfach aus Joke mal letztens eingestartet mit den 4 Zuschauern. Das war sehr witzig. Also folgt auf jeden Fall rein. Ganz wichtig, jetzt rein, Leute. Jetzt rein folgen. Die Gruppe ist das Geilste. Es wird absolut geil dieses Jahr werden. Und nächste Woche das krankste Event der Welt. Let's go. Ich würde sagen, jetzt geht es los. Unangekündigt. Hey versus. Warte, nein, Schase. Hast du das angehört? Er redet es gar. Hey versus Ray, die nächste Folge kommt. Aber ich habe was anderes ausgedacht. Und zwar werden wir jetzt ein Duell machen. Kommt rein, ihr Vollidioten. Ja! Wir machen jetzt, wer ist stärker? Wir finden das auf eine sehr witzige Weise heraus. Ich würde sagen, let's go. Und zwar habe ich mir ein riesiges Bungee-Seil gekauft. Nein, du bist nicht sicher. Nein, ich bin lieb. Du bist dabei. Das ist so geil. Ich bin gegen Jordis. Gar keinen Fall. Du bist ultra dumm. Das kann doch so. Ich bin gegen Jordis. Wenn ihr mal die F*** halt, bitte. Ich wusste nicht mal, dass man sich Bungee-Seile bestellen kann. Wir könnten uns jetzt damit auch eine Brücke runterschmeißen. Ja. Mega Idee, Digga. Okay, Freunde, wir haben uns jetzt entschieden, das doch lieber auf Gras zu machen, weil, ja. Bro, ich hab noch einen Termin gleich. Du hast keinen Termin, Alter. Das heißt, Termin? Das Spiel war eigentlich relativ einfach. Es gab eine rote Linie, 2 Leute mit einem Bungee-Seil. Und wer hier rübergezogen wird, hat verloren. Über diese rote Linie. Hallo, kurze Frage. Wer hat Bock, durch den Scheißhaufen gezogen zu werden? Duell Nummer 1. Sven gegen ich. Ich denke, das muss ultra fair sein. Ihr müsst beide sprinten, wenn einer sprintet und einer nicht. Ja. Ich sprinte nicht. Johannes, aber nicht schon zehnmal unfair. Johannes, einfach mal. 3, 2, 1, sprinten! Auf gar keinen Fall ziehe ich das an. Aui. Der Gewinner ist Sven. Gott sei Dank, weil ich habe keinen Bock auf die zweite Runde. Mega geil. Wir wollten es gerade auf dem Asphalt machen. Wollt ihr mal. Johannes versus Levi. Wir haben jetzt sogar hier mittlerweile ein bisschen Publikum bekommen. 3, 2, 1. Ey, Leute, du bist doch nicht über die Linie. Er ist nicht über die Linie. Kinder, los, los. Er ist nicht über die Linie. Ich hab Kacke überall, Digga. Ich bin voll die Kacke. Wir haben so einen Termin. Oh, das große Finale. Ja, können wir noch kurz was drehen, jetzt wenn ich dich Kacke gezogen habe. Super. Geiler, es wird ein geiler kurzer Dreh. Das war in der ersten Challenge gewonnen und neben der zweiten gibt es jetzt das große Finale mit den Stärksten. Ich glaube, jetzt wird es geisteskrank. Die beiden Stärksten gegeneinander. Der Gewinner kriegt 100 Euro. Jetzt will ich Eskalation sehen. 1, 2, 3, go! Okay, Und damit hat Sven gewonnen! Ja! Oh, man zieht doch mal, renn!
Marvin, der Kameramann, wollte dann aber auch noch mal gegen den Gewinner antreten. Und dabei ist der Mega-Fail passiert. Macht das auf gar keinen Fall zu Hause nach dieses ganze Spiel. Nein, go! Oh mein Gott, Digga. Oh! Aui! Es ist abgerissen. Es ist einfach komplett zerbrochen. Mega Spiel! Okay, Freunde, jetzt zum krankesten Scheiß. Wir müssen uns unterhalten, was passiert ist letzte Woche. Es ist absolut krank. Ich habe ja angekündigt, dass ich ein Netto übernehmen will. Und habe gedacht, ja, komm mal vorbei. Morgen, Samstag, werde ich ein Netto übernehmen. Ich werde selber kassieren den ganzen Tag. Ich warte ab 14 Uhr auf euch. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für alle geplant. Wir werden nämlich so in das Feldheim reinfahren, Digga, mit der Heydose. Hab mir aber so ein fettes Auto gemietet, hab da eine riesen Heygardose drauf gemacht, hab mich da rein versteckt. Ich dachte, ja, Film einfach. Es geht komplett ab. Was macht die? Mit einer riesigen Dose vom Netto und halt die ganze Tür. Ich steht hier einfach in einer Dose drin, Digga. Wenn da jetzt gleich fünf Leute sind, das wäre so witzig. Ja, sicher. Echt? Ja. Halt die Fresse. Und so zwei, drei Leute dafür. Nee. Wirklich? Ja, mehr. Nee, doch, ja, doch. Was machen wir hier, Digga? Geil, Digga, geil. Und die Leute dachten so, was ist das? Das war so voll ruhig. Und dann kamen wir da so raus mit so einer Konfetti-Kanone. Und die Reaktion war einfach so geil. Was hier läuft, Leute? Wir scheißen alles zusammen Heygam und wir haben lautesten Heygam schreit der Küste, okay? Okay. Aber es war komplett krank. Der Laden war völlig überfüllt. Es war so geil. Der Laden war noch für normale Kunden geöffnet und die hatten einfach keine Chance mehr, an die Kasse zu kommen. Der nette Mitarbeiter musste mir dann das beibringen, wie ich da kassiere. Und ich habe da so oft verkackt. Das ist so geil. Da musste so oft der Marktleiter kommen. Ey, man kann mich nicht mal unterscheiden zu einem echten Mitarbeiter hier. Guck dir das an. Kann ich anfangen jetzt hier? Kannst du ein Praktikum hier anfangen. Okay, sehr geil. Vor allem, ich fand's auch geil. Irgendwann ist es so Meme geworden, einfach zu den Heygas über irgendwas Dummes dazu zu kaufen. Da kam dann irgend so ein Typ mit einer Walnuss oder so eine Scheiße. Also wirklich, ihr seid einfach toll, Mann. Wunderbar, Leute. Es war erst eine Walnuss, jetzt wird einmal random. Fünf Heygas und eine Mango. Ein Heygam und Porto-Eier. Es wird immer wilder hier, Leute, es wird immer wild. Oh, Heygam und eine Banane, ne? Wunderbar. Eine Heygam-Dose und ein WC-Reiniger. Das wird immer besser. Das beste Portemonnaie der Welt, danke für den. Er hat das einfach als Hintergrund, ist das ehrenlos. Wenn so das Band jeden Tag aushält, ne? Und wir meinen eigentlich, dass wir jeden Einkauf verdoppeln. Aber irgendwann haben wir den einfach verfünffacht oder versechsfacht. Ja, sehr gut, sehr gut. Wenn ich hier als Kassierer bei Netto wäre, dann würde der bankrott gehen. Der wäre schon lange bankrott. Das war's. Die Schlange hört und hört nicht auf. Ich bin seit zwei Stunden hier. Und ich glaube, wir werden hier noch weitere zwei Stunden. Das ist geisteskrank. Es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf. Über 1000 Leute haben wir da bedient. Die Kasse war am Brennen an dem Tag. Vielen, vielen Dank an jeden, der gekommen ist. Am Ende war es wieder einfach ein geiler Tag. Kuss an jeden, der vorbeigekommen ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im krankesten Livestream der Welt. Haut rein. Ciao. Schneller ist der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Ihr seid absolute Fettsäcke, Digga. Ja, und das ist das Witzige daran. Ja. Hä, find's funny, Jungs? Das macht dumm. Trinkst du noch einen Zehner drauf? Nein, auf gar keinen Fall ich einen Zehner drauf. Oder what the fuck? Ich bin absolut schockiert. Zehner, Zehner. So schnell kann man 20 Euro. Was ist das für Achselhaare, Digga? Was ist denn okay, hier nur der Handy wieder. Schau dir das mal an, hier diesen Busch. 100 Euro an ihn. Ja! Okay. Trotz Schmerzen bist du glücklich? Ja, sehr.